Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores und Auditores zu unserem ersten Total War Podcast. Mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, der liebenswerte Mr. Merp ist auch da. Ich grüße dich. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, auch von meiner Seite. Das habe ich schon lange nicht mehr so gesagt, Günner. Grüß dich. Ich freue mich total, dass wir beide es endlich wieder geschafft haben, auch mal paar Aufnahme uns zusammenzusetzen und uns nicht nur gegenseitig Textnachrichten schreiben. Ist viel zu lange her. Das stimmt. Ja. Und irgendwann müssen wir auch nochmal ein gemeinsames Let's Play Together starten. Oh, ja. Ne? Das müssen wir, oder ergänzt von mir aus. Ne? Also da rauchen unsere Köpfe aber schon und da sind wir schon dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ihr könnt natürlich gerne den Mr. Merp hier auch über die Videobeschreibung auf meinem Video finden, falls ihr das Video auf meinem Kanal guckt. Und dort auf jeden Fall gerne ein Abo hinterlassen, damit ihr dann auch ja nicht die weiteren Projekte verpasst, die wir so gegenseitig vorhaben. Genau, und umgekehrt ist natürlich genauso. Ich verlinke euch natürlich auch den lieben Günner unten in der Videobeschreibung. Ich denke aber, ihr werdet ihn schon kennen. Und wenn nicht, unter welchem Stein wart ihr? Ja, die meisten dürften uns beide auf jeden Fall kennen. Genau. Ja, also so sehr ich mich freue, dass wir heute mal zusammen sprechen. Ne? Also Es ist ja, wie gesagt, lange her. So in Anführungszeichen traurig ist ja auch ein bisschen der Anlass. Ne? Also, oder zumindest, ja, es wäre eigentlich wäre ja alles gut, wenn wir dieses Video heute nicht machen müssten, oder? Richtig, richtig. Aber man muss es auch von der Seite sehen, ne? Es gibt ja auch diese philosophische Haltung, dass quasi jede Krise auch eine Gelegenheit ist. Also in solchen Situationen... Du meinst Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Ne? Also man darf eine schlechte Krise nicht ungenutzt lassen. Ne? Entweder das oder auch in der chinesischen Philosophie ist das ja auch so tatsächlich. Aber das wird heutzutage, glaube ich, kaum mehr zitiert. Also egal, welchen wir hier zitieren, es steckt was Wahres drin. Ja, dann haben wir gewissermaßen auch schon ein positives Ergebnis mit einem positiven Krisenbegriff. Eine Krise ist etwas, aus dem man lernen kann, ja schon auch so ein bisschen vorweggenommen. Genau. Ja, wir wollten mit euch über die Zukunft von Total War sprechen, was das neue Total War ausmachen sollte. Wir machen so eine kleine Bestandsaufnahme, eine kleine Diagnose und dann werden wir mal ein bisschen freischauen, was für uns so die Wunschkandidaten bei einem neuen Total War wären. Ja, genau. Magst du den Anfang machen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich möchte das Ganze jetzt erstmal unter zwei Aspekten aus meiner Sicht versammeln. Ich bin gespannt, ob du das ähnlich oder anders siehst, vielleicht sogar komplett anders oder im Detail. Das ist ja auch schon mal spannend, dann rauszukriegen, quasi, ob wir da an derselben Stelle stehen oder auch nicht. Und dann können auch die Zuhörer sich jetzt hier davon überzeugen, wo sie stehen. Vielleicht haben sie auch komplett eigene Meinungen. Ich habe zwei große Themen für Total War für mich herauskristallisiert. Einmal das Thema, das wirst du kennen, Transparenz. Und einmal das Thema, das gehört so ein bisschen mit rein, ist aber dann doch was Eigenes, dass man sich zu sehr in den Mechaniken eingeschränkt manchmal fühlt. Und darunter subsumiere ich alles so ein bisschen. Wenn du willst, kann ich auch gleich schon so ein ganz, ganz klassisches Beispiel bringen. Zum Beispiel beim Thema Transparenz. In der Diplomatie gibt es ja jede Menge von diesen komischen Punkten, die uns da zum Beispiel angezeigt werden. Und es ist manchmal beim Thema Bewertung der Ausgangslage. Das Ding kennst du vielleicht. Da steht halt einfach nichts drin, warum die KI so etwas bewertet. Das ist für mich total intransparent. Also es ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann hätten sie auch, also weißt du, da können sie reinschreiben, was sie wollen oder es komplett weglassen. Es wirkt fast so auf mich, als ob sie nach wie vor irgendwas von mir als Spieler verstecken wollten. Und hoffen, dass sie sozusagen so mit dieser False Flag, sage ich jetzt mal, auch wenn der Begriff nicht hundertprozentig korrekt ist, mich ablenken können. Da könnten wir den Blick sogar noch mal ein bisschen erweitern und sagen, ist es nicht schon immer ein grundlegendes Problem in der Total War Diplomatie gewesen? Also, ob wir jetzt die Bewertung von Ausgangssituationen einerseits nehmen oder ob wir das Aushandeln von Verträgen andererseits nehmen,
eigentlich konnte man sich ja auch, siehe Total War Empire, einfach so durchwurschteln und durchklicken. Ne? Ja. Du machst einfach die gleiche Aktion 75 Mal, so lange bis es passt, weil irgendwann kommt das Ergebnis raus, womit du vielleicht einverstanden bist. Und genau. Du kannst erstmal alle möglichen Verträge ablehnen. Gut, manchmal verschlechtern sich die Vertragsbedingungen über Zeiträume. Es gibt gewisse Dinge, da weißt du nicht genau, was beeinflusst die jetzt. Intransparent war die Diplomatie schon immer. Aber ich glaube tatsächlich, das hat der, also vielleicht mal, ne, um das mal so ein bisschen, nochmal so ein bisschen in so einer erweiterten Perspektive zu sehen. Ich glaube, das hat die Diplomatie, hätte das niemals irgendwie gut gemacht oder sie wäre nicht noch schlechter dadurch geworden, wenn man noch mehr weggenommen hätte, weil die Diplomatie an sich, würde ich sagen, war niemals wirklich gut. Das stimmt. Also die Diplomatie ist vielleicht ein schmückendes Beiwerk, wenn es darum geht, ein Handelsabkommen zu schließen oder mal irgendwie Ressourcen zu generieren, dadurch, dass man irgendwie so einen Vertrag schlägt. Aber die Diplomatie hatte niemals so einen wirklichen, also sie war niemals wirklich authentisch. Also selbst wenn, und ich erinnere mich noch sehr gut, bei Three Kingdoms hat man die Diplomatie so verändert, dass man die Faktoren transparenter gesehen hat. Also du hast zum Beispiel mit Nahrung gehandelt, um dafür was zu bekommen und ähnliches. Und auch da haben andere Let's Player gesagt, da hat man schon mehr so das Gefühl, als ob man da so einen richtigen diplomatischen Partner vor sich hat. Aber sie war trotzdem immer kein wirklich gutes Element innerhalb dieses Spiels. Ich sehe es mal jetzt so von der pessimistischen Seite und würde sagen, eigentlich hätte man auch immer sagen können, okay, du machst Diplomatie auf Knopfdruck. Ne? Hey, ich brauche jetzt einen Nichtangriffspakt mit dem, es geht. Oder ich brauche jetzt, also sie ist so ein bisschen immer zwischen zwei Polen gefangen, entweder es geht oder es geht nicht. Aber es gibt niemals so ein richtiges Aushandeln oder das Aushandeln selbst war niemals irgendwie ein spannungsvolles und gutes Element in dem Spiel. Will ja heißen, hallo, schau mal, wir machen einen Nichtangriffspakt mit dir, aber dafür musst du versprechen, dass du deine Truppen immer so und so weit von unserer Grenze entfernt hältst oder so. Das wären vielleicht mal coole Sachen gewesen, aber sowas hat es nie gegeben. Richtig. So, ne, also so entmilitarisierte Zonen in Anführungszeichen. Oder dass die Mali, die man durch diplomatische Grenzüberschreitungen bekommt, dass die in irgendeiner Art und Weise ausdifferenziert werden. Aber nein, es ist dann, alle erklären dir den Krieg oder so. Das ist irgendwie ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man da mal irgendwie neue Schritte geht. Vielleicht ist es auch zu viel verlangt für so ein Genre. Wobei ich aber auch sagen würde, dann hätte man es nie auch wirklich als so eine große, also dann darf man es auch nie wirklich als eine große Neuerung preisen, weil wirklich neu ist die Diplomatie nie geworden. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, so, das ist jetzt mein letzter Punkt und dann, ich rede schon sehr viel, mein letzter Punkt dazu, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich habe bei meinen ersten Warhammer-Kampagnen einfach konsequent irgendwann Diplomatie ignoriert, weil es vollkommen belanglos ist. Es sei denn, du hast irgendein Achievement, das du nur bekommen kannst, dadurch, dass du eine andere Fraktion konföderierst oder so, ne, in unseren Multiplayer-Matches mit Malekith oder sowas, ne, da war das vielleicht mal so ganz interessant, so ein bisschen Diplomatie zu machen, ne. Und du, als du die alte Hellebronn gespielt hast, ne, da konnte man so ein bisschen diplomatisch interagieren, das war ganz gut. Aber im Singleplayer konnte man diverse Total War-Teile einfach komplett durchspielen, ohne auch nur irgendwann mal Diplomatie betreiben zu müssen. Ja, das ist genau das Ding. Also ich wurde ja auch in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, immer wieder auch manchmal von Leuten in Kommentaren oder auch in Streams drauf angesprochen, sag mal, warum machst du eigentlich kein Bündnis mit dem und dem? Aus genau dem Grund, den du gerade eben angesprochen hast, weil dich irgendwann mal die Erfahrung lehrt, dass das dir A, meistens gar nichts bringt und jetzt kommt der Gag, meistens sogar kontraproduktiv ist. Ich meine, Es ist offensichtlich so, weil es immer wieder betont wird und du hast wahrscheinlich davon auch schon gehört, vielleicht hast du auch selber sogar schon darüber geredet, dass zum Beispiel auf höheren Schwierigkeitsgraden KI, wenn sie sich mit dir verbündet, verliert sie ihre KI-Boni und wird deswegen schlechter. Also warum sollte ich mich zum Beispiel als Karl Franz wirklich so zu früh mit Luan Lyonkör verbünden, wenn ich weiß, dass bei ihm noch die Hütte brennt, weil in dem Moment, wo ich mich mit ihm verbünden würde er ja garantiert verlieren.
Das ist einer der Gründe, warum ich das nicht mache. Also im Grunde haben wir sogar, ist sogar noch schlimmer. Wir haben sogar eine Negativdiplomatie. Das heißt also, die Diplomatie stärkt die Fraktionen, die sich miteinander verbünden, nicht, sondern sie schwächt sie sogar, was absolut behämmert ist. Und gleichzeitig bekommt dann aber auch quasi die KI, die gegen dich kämpft, plötzlich noch mehr KI-Boni, um noch stärker zu sein. Also das ist das eine. Und das nächste ist halt auch noch quasi, dass es relativ intransparent ist. Du hast es vorhin schon angesprochen quasi, dass man das vielleicht besser machen könnte, vielleicht aber auch nicht. Ich bin der Meinung, man könnte es besser machen. Und das Spiel, das es auf jeden Fall sicherlich nicht perfekt macht, aber dass es auf jeden Fall auch gibt und dass du sehr, sehr gut und gerne spielst, Europa Universalis 4. Ich behaupte nicht, dass dieses Spiel die perfekte Diplomatie hat, aber es hat eine für mich nachvollziehbare Diplomatie, weil ich sehen kann, aha, okay, da habe ich jetzt einen Faktor von minus 1000 drin, warum habe ich den drin? Ja, also es ist zwar vielleicht ein bisschen frustrierend, aber der will mein Land, aber ich weiß es wenigstens, weißt du, was ich meine? Das ist, das gehört zu diesen Dingen dazu, dass du dem Spieler halt einfach in so einer Situation diese Informationen lieferst. Und ich sage jetzt zum Beispiel gar nicht, dass diese Informationen dir pauschal wie in EU4 geliefert werden müssen, sondern dann füg halt irgendwie sowas wie Spionage ein, dass du am Hof spionierst, dass du irgendwie so eine Art von Aufklärungsfaktor einbaust, dass du weißt sozusagen, dass ja, der Feind deswegen oder der Nachbar deswegen auf diesen Pakt nicht eingegangen ist. Aber das gibt's ja überhaupt nicht. Also das ist ja das ganz, ganz große Problem in Total War, dass du da einfach völlig allein gelassen wirst. Das nächste, was ich hier an dieser Stelle noch hinzufügen möchte, ist, dass ich es eigentlich auch ganz, ganz cool finden würde, wenn noch mehr aufgebohrt werden würde bei dieser Diplomatie. Zum Beispiel haben wir zum Beispiel aktuell komplette Handelspakte. Wir haben aber auch zum Beispiel jetzt diese Karawanen, die wir jetzt mit den Karteiern und auch mit den Ogern und mit den Chaoszwergen, nee, mit den Ogern können wir es nicht, Entschuldigung, auch mit den Chaoszwergen durch die Gegend schicken können. Das ist zum Beispiel eines dieser Spielmechaniken, von denen ich behaupte, das sollte eigentlich fast jede Fraktion standardmäßig haben. Also das ist für mich eigentlich so ein Kernfeature, das jetzt hier so als Sonderfeature für bestimmte Fraktionen verkauft wird. Aber warum zum Beispiel ist auf dieser Seidenstraße nach Katai nur Katai unterwegs und zum Beispiel nicht die Handelspartner aus dem Imperium oder die Zwerge? Das ergibt für mich relativ wenig Sinn. Ich meine, ich kann es verstehen, dass es keine Ork-Karawanen gibt. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber bei den anderen sollte es in meinen Augen durchaus der Fall sein. Und ich persönlich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schade, dass, und das ist ja auch so eine komplette Krankheit, die in Total War vertreten ist, dass im Grunde Features, die in meinen Augen eigentlich logisch sind, dass sie bei jedem sind, nur bei bestimmten Fraktionen anzutreffen sind, um dann so zu tun, haha, das ist jetzt ihre besondere Mechanik. Und ich fasse mir dabei halt leider immer so ein bisschen an den Kopf und denke mir, oh mein Gott. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie ich oder bist du da komplett andere Meinung und sagst, ach, irgendwie müssen die das ja schon diversifizieren? Also inkorporieren wir es nochmal so ein bisschen auch in die ganze Thematik um Diplomatie. Wir alle wissen ja, wie das angefangen hat mit diesen Handelsabkommen bei Rome Total War zum Beispiel, ne, bei dem allerersten Teil. Dann hattest du Handelsrouten von deinen Häfen aus, die du mit oder die in dem Spiel automatisch mit den Häfen anderer Städte verbunden wurden. Genau. Und wenn du eine gemeinsame Grenze hattest, dann sind über die Straßen Güter exportiert und importiert worden. Ja. Ich finde das im Endeffekt nicht so verkehrt. Es war eine sehr basale Lösung, um zusätzliches Einkommen zum Beispiel zu generieren. Man hat das ja dann später, ich glaube, es war auch in Total War Attila, dann so ziemlich auf die Spitze getrieben. Oder bei Shogun war es, bei Shogun glaube ich war es, Shogun 2 war es noch krasser. Dass sobald diese Handelseinkommen später weggebrochen sind, weil alle möglichen Fraktionen einem den Krieg erklärt haben, das war so das erste Game, wo man auch wirklich geteiltes Reich-Event eben ausgelöst hat, als so eine Art Endgame-Krise. Da war es dann so, dann hat das einen ganz schnell vor den finanziellen Ruin gestellt. Da musste man sehr gut vorgesorgt haben, um auf diese
Handelskatastrophe dann eben entsprechend auch eingestellt zu sein, dass man zusätzliches Einkommen oder zumindest finanzielle Rücklagen irgendwo hatte. Mhm. Im Endeffekt fand ich, war auch das nicht die schlechteste Lösung. Handel war, muss man jetzt auch sagen, innerhalb der innerhalb des Total War Universums war das nie so ein prominenter Stellenwert. Wir denken zum Beispiel an die Kaufleute in Medieval 2, die man auf die Provinzen stellen kann und dann handeln die da mit den Ressourcen und werden auch sehr schwer einfach jede Runde weggekauft und das lohnt sich nicht, weil man die gegnerischen Kaufleute nie bekommt. Also von daher fehlte auch schon da mit diesem Modell so ein bisschen die Balance, die man gebraucht hätte. Und gucken wir nochmal weiter, wie sah es halt später aus. Später in Rome 2 wurden Ressourcen gehandelt. Man hatte Städte, die produzierten bestimmte Ressourcen. Und dann handelte man die über ein Handelsabkommen automatisch mit anderen Fraktionen. Man kaufte die ein und oder verkaufte die dann. Jetzt glaube ich, war der Anspruch von Total War nie, daraus so eine Wirtschaftssimulation zu machen. Und ich glaube, eigentlich ist es auch ganz gut so. Ich würde sagen, das Handel oder die Handelsmechaniken sind etwas, die dem Spiel niemals so einen großen Abbruch getan haben. Sie haben aber auch nie wirklich eine großartige Bereicherung dazu gebracht. Und das möchte ich gerne an zwei Punkten verdeutlichen. Das eine ist mal die Karawanenmechanik in Warhammer, die du eben auch angesprochen hast. Und das zweite wäre dann aus Pharaoh die Tausret-Mechanik als große Händlerin zum Beispiel, die man ja bei Total War Pharaoh auch sehen konnte. Ich meine, ja. Wir haben das ja auch im Let's Play gezeigt. Ne? Du hast die Handelsmechanik hast ja auch gezeigt, meine ich. Ja, wobei ich gleich mal einhacken möchte, das ist eine dieser Mechaniken, bei der ich nie ganz verstanden habe, was die eigentlich sollte. Aber wahrscheinlich willst du genau darauf hin. Ja, genau. Also ich möchte darauf hinaus, dass man aus beiden diesen Mechaniken so eine Art Minigame gemacht hat. Bei Pharaoh merkt man es stärker, finde ich. Also ich sehe es auch ähnlich wie du. Es wäre cool gewesen, wenn man gesagt hätte, hey, es gibt Karawanen und die können alle Fraktionen irgendwie nutzen. Und ihr könnt mit diesen Karawanen etwas machen. Jetzt hat man sie ja bei Kartei zum Beispiel besonders eben auf diese Geldgenerierung halt eben ausgelegt. Der bessere Schritt war natürlich dann, wie man es bei Pharaoh gemacht hat, dass man damit nicht nur Geld bekommen konnte, also die normalen Ressourcen, sondern eben auch Gegenstände zum Beispiel, die für dieses ganze Roleplay irgendwie interessant waren oder zeitlich begrenzte Buffs, die man dann einsetzen konnte. Aber man hat es eben als so eine Art Minigame gemacht und ich erinnere mich noch sehr gut zum Beispiel daran, als ich das letzte Mal mit Kartei gespielt habe. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es bei Johann Schau war, den ich gespielt habe. Auf jeden Fall da in der Karawanenmechanik, du hast einfach immer diese ganzen Karawanenüberfälle dann drin. Meistens im Autogefecht gewinnst du die fast nie oder hast horrende Verluste, sodass deine Karawane kannst du abschreiben nach einer gewissen Zeit. Ja. Wenn du es manuell machst, gewinnst du das Haus hoch, aber es dauert trotzdem einfach irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dadurch verlierst du zusätzliche Spielzeit innerhalb dieses Minigames. Ja? Ja. Und dafür finde ich das Minigame zu unbefriedigend. Weil es auch zu monoton ist. Ja, oder war es Yuan Bo oder so? Am Anfang gab es so diesen einen Bug, wo die Karawanen so unfassbar viel Geld abgeworfen haben. Dann hast du eine Karawane losgeschickt, hast 50.000 an Einnahmen generiert oder so. Das war einfach viel zu viel. Das hat man dann runtergepatcht, aber dann war es wieder auf dem Level angekommen, wo man gesagt hat, okay, ist es mir das jetzt wert? Ich kriege jetzt irgendwie so 5.000 Gold. Naja, ist vielleicht ganz gut. Aber dafür riskiere ich halt auch, dass ich in einer halben Stunde eben keinen Fortschritt auf der Kampagne mache, sondern einfach nur dieses Minigame spiele. Und ich glaube, auch da hätte man das so machen können. Und das ist einfach, und das ist, glaube ich, also das war das größte Problem, das Total War jemals eingeführt hat, dass man nämlich nur noch mit Kommandanten Armeen in einer begrenzten Zahl umsetzen darf. Wenn man nämlich zum Beispiel gesagt hätte, du kommandierst die Armee halt selbst. Du hast hier diese Armee und da sagen wir mal, du machst so eine Karawane wie so eine Armee und die hat Truppen dabei. Und dann sagst du, okay, ich stecke da jetzt noch zwei Bogenschützen rein, aber halt kein General, ne? Und irgendwie noch einen Speerkämpfer und weiß ich nicht, irgendwie zwei Hastati oder so, sagen wir mal, du machst das irgendwie bei Rom und dann läufst du mit dieser Armee los und du kannst dich durch andere Städte durchbewegen. Du könntest aber mit dieser Armee auch Kämpfe initiieren, das ist halt eigentlich so eine Händlerkarawane und so, ne? Ja, also du meinst, du steuerst die komplett selber, wie eine vollständig eigene Armee. Genau, du steuerst es selber wie eine Armee.
Und das kannst du nur, und dann wäre das irgendwie ganz sinnvoll. Dann hat der Spieler nämlich die Kontrolle wieder. Also und zwar stärker als es sind irgendwelche getriggerten Events, die das Spiel einfach so vorwirft, sondern du hättest selber die Kontrolle darüber und du könntest selber noch entscheiden, möchte ich jetzt hier mich mit dieser Händlerkarawane vielleicht jetzt noch einem Armeetross anschließen, um den mit Materialien zu versorgen, oder möchte ich damit in eine andere Stadt ziehen, um damit zusätzliche Ressourcen, eben Gold irgendwie für die Staatskasse zu generieren und so weiter und so fort. Man hätte so, also das hätte Potenzial gehabt, aber das kann man nicht machen in dem Moment, wo man dem Spieler ständig eine Hand auf den Rücken bindet und sagt, guck mal, du hast jetzt nur die eine Hand und mit der darfst du es jetzt halt, ne, mit der darfst du jetzt halt irgendwie hier rum agieren. Genau. Und, also, und das ist ja das Hauptproblem, was wir, also das will ich nur ganz, ganz kurz einwerfen, wenn ich darf. Das ist ja ein Hauptproblem, dass wir bei ganz, ganz vielen, das ist das was ich ja vorhin gemeint habe, dass wir eingeschränkt werden, diese Hand auf den Rücken gebunden, das erleben wir an so vielen Orten, wenn wir Total War spielen, dass wir diese Hand auf den Rücken gebunden bekommen und wir selber nicht entscheiden dürfen, wie wir das Spiel eigentlich spielen. Also wir werden zwar, es ist zwar ein Sandbox-Spiel, aber wir werden in solchen Momenten auf nicht nachvollziehbare Art und Weise gerailroadet. Du hast ein super Beispiel dafür gebracht. Ein anderes wäre zum Beispiel, dass wir nicht entscheiden dürfen, was in den Garnisonen unserer Städte zur Verteidigung drin ist. Da ist ja häufig ganz Müll drin. Aber das ist ein eigenes Thema. Bleiben wir erstmal nochmal bei der Diplomatie. Ja, wobei ich das schon ganz gut finde, ne? Also den Punkt, den du hast, ne? Mit den Garnisonen, das ist ja auch ein weiteres Beispiel dafür. Ja, also man könnte vielleicht, ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig viel jetzt zum Thema Diplomatie erstmal zu sagen. Also stellt euch einfach mal die Frage, wann habt ihr das letzte Mal mit Verbündeten in so einem Total War Game gemeinsam ein Gefecht initiiert? Und das wird wahrscheinlich bei Warhammer der Fall gewesen sein und eher unwahrscheinlich bei anderen Teilen, vielleicht noch bei Attila, da hat das manchmal auch noch geklappt. Aber häufiger seht ihr die Situation, dass sich KI-Fraktionen gegen euch verbünden und ihr müsst gegen zwei kämpfen. Ja. Und ich glaube, ja, wie du eben auch gesagt hast, ne, oder ich habe es ja eben auch gesagt, der Spieler sollte die Kontrolle haben. Wir denken nochmal an diesen Satz von der Entwicklerin von Total War Pharaoh. We are really putting the player at the center of the campaign. Und das ist einfach ein Versprechen, und dieses Versprechen hat man versucht durch Minigames einzulösen oder durch diese Auswahl der Traditionspfade, die jetzt nicht unbedingt schlecht sein müssen, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, aber was die bekannten etablierten Baustellen anbelangt, wie Diplomatie zum Beispiel, Interaktion mit anderen Fraktionen, ja, da hat man immer noch, also da hat man, würde ich mal sagen, eigentlich keine Fortschritte gemacht. Richtig. Also ich hätte sogar eine Lösung für das ganze Thema, wie man das interessanter gestalten könnte. Ich meine, für mich ist es nach wie vor ein Rätsel, wie man, also es ist dieser Klassiker, du hast nachgedacht, kombiniert, Creative Assembly spreche ich gerade eben an, ne? Und bist zum falschen Ergebnis gekommen. Ja, genau. Weil die Analyse ist korrekt. Du hast danach gedacht und kommst dann zum falschen Ergebnis. Und das ist, also, ich fand's cool und ich stehe dazu, dass sie bei Pharaoh und bei Troy mehr Ressourcenarten eingeführt haben und weggegangen sind von Gold ist alles. Weil dieses Goldsystem, das hast du ja vorhin schon angesprochen, du fängst dann eigentlich dann nur noch darauf zu gucken, wie viel Gold mache ich dann mit welcher Aktion, und stellst dann irgendwann mal fest quasi, aha, okay, jedes dieser Gebäude, das ich hier baue, kostet dreimal so viel wie das, was ich im Monat verdiene und ich muss nur einmal eine Schlacht schlagen und dann habe ich die Kohle drin, also dann gehe ich halt überall plündern, auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und umgekehrt wäre es aber so, wenn man quasi die Verantwortung vom Gold entfernen würde, nicht vollständig, aber um mal bei der Realität zu bleiben, Gold kann man ja nicht essen. Du kannst auch Gold nicht zu Waffen schmieden, die wirklich sinnvoll sind, oder zu Rüstungen und auch keine Festungen damit machen. Auf was ich hinaus will ist, warum geht man nicht her und sie haben ja diese Ressourcen in den aktuellen Total War Spielen drin, in Warhammer, in Pharaoh und auch schon in einigen Vorgängern. Warum geht man nicht her und sagt, dass diese Ressourcen notwendig für Upgrades sind? Dass du zum Beispiel, um aus Hastati Printcaps zu machen, brauchst du halt zum Beispiel eine gewisse Menge an Eisen.
dieses Eisen musst du halt entweder reinhandeln oder selber abbauen. Und dann muss man halt gucken, wie man es macht. Ne? Also es kann natürlich, man kann es auf die eine Seite machen, wie man es jetzt macht, dass man diese Ressourcen nicht ansammeln kann, sondern im Grunde immer so einen Durchlauf hat und eine Maximalmenge an Upgrades durchführen kann. Oder aber du machst quasi, dass man es wie bei Pharah und Troy macht, dass du eine bestimmte Menge an Eisen ansammelst und das dann im Grunde auch wie bei vielen anderen Strategiespielen, Stellaris und so weiter und so fort, einfach ausgeben kannst, wie so ein eigenes Bankkonto. Oder du machst so ein Zwischending aus beiden, dass es halt eine Maximalmenge gibt, die du einlagern kannst und dass du für Upgrades zum Beispiel so und so viel Eisen ausgeben musst oder dann auch noch, wenn du diese Einheiten dann hast, einen gewissen Unterhalt für diese bezahlen muss. Dasselbe sehe ich übrigens auch bei Stein, wenn es zum Beispiel darum geht, Festungsanlagen zu verbessern oder bei bestimmten Arten von Kräutern, Nahrungsmitteln, Holz. Verstehst du? Da kann man so viel draus machen und es ist immer noch so, also sie deuten es auch in Warhammer 3 zum Beispiel, auch schon in Warhammer 2 immer wieder zwar an, aber meistens nur so bei diesen Chaos-Fraktionen, die dann hier, also bei, die dann irgendwelche kleinen Boni bekommen hier und da. Aber das ist immer so halbgar in meinen Augen. Und ich frage mich bis heute, warum gehen sie diesen Schritt denn nicht einfach mal konsequent weiter? Ich verlange ja noch nicht mal, dass sie ihn zu Ende gehen, sondern es ist einfach mal konsequent diesen Schritt weitergehen. Und es einfach mal ausprobieren. Also ich glaube, es würde einfach gut ankommen. Glaubst du, sie können es nicht, weil die Technik es nicht erlaubt? Oder glaubst du, sie trauen es nicht, weil sie fürchten, die Leute finden das doof? Ich glaube, sie wollen es nicht. Aber ich würde sagen, genau das, was du gerade beschrieben hast, wäre eine coole Änderung. Aber das war ja nie gewünscht. Man hat ja seit Troy, oder eigentlich ja natürlich auch schon seit dem ersten Teil, hat man ja ein Unterhaltssystem. Ne? Ja. Einheiten kosten Unterhalt. Und mit Troy hat man dann angefangen, dass man gesagt hat, diese Einheiten kosten auch noch Unterhalt an Bronze oder so. Oder ja. Diese Einheiten kosten Unterhalt an, ja, ich glaube, es gibt auch Holz, gibt es nicht auch, muss man nicht auch Holz irgendwie als Unterhalt bezahlen? Ich weiß nee, ich glaube genau. Gold, ist bei Troy und Co. und bei Pharah. Nee, Gold, genau, Gold. War es immer Gold bei den Elite-Einheiten, Nahrung ist immer die Grundversorgung gewesen, Gold, und Bronze war es dann für so Bronze, die Elite-Einheiten, genau, ja, also für die besseren Einheiten, sorry, genau. Ja. Ja. Genau, Gold, Nahrung, Bronze, das war das. Und da denke ich halt, dieses Modell des Einheitenunterhalts widerspricht dem Ganzen so ein bisschen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist irgendwo ganz realistisch, dass man halt sagt, naja, okay, gut, ne, die Einheiten haben Rüstungen, die müssen erneuert werden oder die brauchen halt Verpflegung und Proviant und so weiter. Also das sehe ich irgendwie schon so. Irgendeine Form eines Unterhaltssystems wird man halt schaffen müssen. Dann ist man aber halt, je stärker man das differenziert, wieder in der Falle, dass der Spieler gewisse Einheiten einfach gar nicht rekrutiert, weil sie sich aus Sicht der Ressourcen für ihn nicht lohnen. Und das hat man ja zum Beispiel bei den Performance-Einheiten in Pharaoh hat man das sehr gut gesehen. Also wer halt keine Axtkämpfer rekrutiert hat, ne, der war halt einfach dumm. Ja? Also, und da ist es egal, was die kosten, die braucht man halt einfach, damit man jede Schlacht gewinnt. Und dann spielt man die halt. Ne? Also ich glaube, oder man macht sich's, sagen wir mal so, man ist nicht dumm, wenn man sie nicht rekrutiert, aber man macht sich's absichtlich schwer. Das andere ist, denke ich, im diplomatischen Bereich hat man diese Ressourcen vollkommen entwertet, indem sie ja irgendwie beliebig handelbar waren oder auch beliebig gehandelt werden konnten. Ich bin mir nicht sicher, also der Schritt, wenn man jetzt sagen würde, man stellt die Ressourcen stärker in den Mittelpunkt, auch in den Mittelpunkt der Kampagne, dann würde man das Total War-Genre sehr stark um Elemente einer Wirtschaftssimulation erweitern. Und ich weiß nicht, ob das vom Micromanagement der Ressourcen, ob das dann ein gutes Spielelement wäre. Ich bin mir da einfach nicht so ganz sicher. Und es ist halt so, ich persönlich war von Anfang an skeptisch, als diese neuen Ressourcen bei Troy eingeführt worden sind. Und im Endeffekt tragen, also man müsste mir nochmal zeigen, wo genau tragen die jetzt zu einem Mehrwert in dieser Kampagne bei. Also außer, dass man jetzt halt 4 verschiedene Ressourcen hat, das ist schon klar. Also aber wenn ich da kurz sowieso immer, vielleicht noch ganz kurz noch, du hast sowieso immer einen Mangel an Stein, du brauchst sowieso immer Holz für deine Häfen und deine Einheiten brauchen immer Kupfer oder Bronze, was war es, eine Bronze, Gold und oder Nahrung.
Und Nahrung musst du irgendwie, klar, da hast du dann später, hast du dann Knappheiten, weil deine Einheiten verbrauchen ja immer mehr Einheiten. Du hast ja dieses skalierende Versorgungs-, dieses Supply Chain-Ding, also das Allerschlechteste, was man jemals in Total War eingeführt hat. Das hat man, und damit versucht man dann künstliche Knappheiten irgendwie zu erzeugen. Ich bin da vielleicht zu, ja, ich weiß nicht, also Knappheitsmanagement mag für einen gewissen Personenkreis interessant sein. Ich persönlich finde halt, ich finde diese künstlichen Verknappungen, die man an vielen Orten geschaffen hat, irgendwie nicht so gut. Und das ist halt auch so mein Grund, warum ich der Meinung bin, dass dieses Ressourcensystem jetzt nicht unbedingt viel Wert beisteuert, insbesondere wenn man nochmal auf die Diplomatie guckt. Total War Pharaoh, ab Runde 5 wollen die Staaten all dein Gold haben, also alle Staaten wollen all dein Gold und geben dir dafür irgendwie 500 Steine oder so, oder alle möglichen Fraktionen nerven dich und wollen irgendwie all deine Steine haben und geben dir dafür 500 Holz oder so. Denke ich, wäre es sinnvoller gewesen, man macht ein anderes Modell des Ressourcentauschs, aber da war ich jetzt noch gar nicht, denn jetzt bist du erstmal nochmal dran. Also wie gesagt, was du ansprichst, ist durchaus korrekt. Allerdings will ich an dieser Stelle einfach mal zwei Sachen anmerken. War nicht der Grund vieler militärischer Konflikte, dass irgendeine Nation, irgendein Reich einfach gewisse Ressourcen nicht hatte? Also ich meine, ich rede jetzt nicht unbedingt davon, dass irgendeiner Nation jetzt unbedingt, keine Ahnung, das Holz ausgegangen wäre. Aber Nahrung war ja eigentlich häufiger, also schlechte Ernten, ein Grund für Krieg. Oder auch natürlich bestimmte Minen, die in meinen Augen durchaus auch immer sehr, sehr wichtig waren für bestimmte Reiche und Herrscher und Kriegsgründe letzten Endes ausgelöst haben. Und das zieht sich ja im Grunde eigentlich bis heute durch. Ne? Also heutzutage ist es Öl, was vielleicht früher Eisen gewesen wäre oder Bronze gewesen wäre oder vielleicht auch Stein. Also aus meiner Sicht hat Pharao und Troy eigentlich nur einen Fehler gemacht. Und zwar, sie haben versucht, die Wichtigkeit dieser Ressourcen auf der einen Seite damit darzustellen, dass du sie permanent brauchst, was in meinen Augen völliger Quatsch ist. Und auf der anderen Seite haben sie sie auf eine künstliche Art und Weise beliebig gemacht, weil sie de facto halt dann doch überall zu haben waren. Also de facto hattest du ja dann quasi 5 verschiedene Arten von Siedlungen. Du hattest dann eine Siedlung, die konnte Gold produzieren, du hattest eine Siedlung, die konnte Holz, Stein, Nahrung und Bronze produzieren. Und du musstest eigentlich nur gucken, wo die halt letzten Endes sind und hattest dadurch natürlich eine gewisse strategische Überlegung, wie komme ich jetzt an die ran? Dann muss ich dem und dem den Krieg erklären und so. Aber das eigentliche Problem ist ja diese, wie soll ich sagen, dass sie trotz allem beliebig und trotzdem knapp ist. Wenn du mir dabei folgen kannst. Ja, also ich finde es natürlich, Krieg um Ressourcen zu führen, ist jetzt nicht unhistorisch. Ne? Also Krieg um bessere Nahrungsressourcen zu führen oder um einen besseren Zugang zu, weiß ich nicht, ne, einem Fluss oder irgendwelchen Silberbergwerken oder, ne, also ich meine, das kennen wir ja auch aus der Geschichte von den Römern und den Karthagern zum Beispiel oder die ganzen Auseinandersetzungen um Hispania, aber auch die Auseinandersetzung der Athener um die Silberminen und so weiter. Also klar, ne, dass Kriege um Ressourcen geführt worden sind, das ist schon irgendwo richtig. Die Frage ist, ob das Total War halt überhaupt so beabsichtigt hat, dass das so dass das tatsächlich da so abgebildet wird. Nehmen wir nochmal Pharao oder ja, nehmen wir mal Pharao als Beispiel. Und du fängst mit Ramses an und alle deine Ressourcen produzieren alles bis auf Stein. Es gibt einfach kaum Provinzen in deiner Nähe, die irgendwie Stein produzieren. Und dann musst du dich durch alle möglichen gegnerischen Fraktionen durchkauen, um mal an so eine Provinz zu kommen, die halt irgendwie Stein produziert. Ja, gut. Ich meine, wenn das jetzt, ne, dann hast du es ja auch schon gesagt, ne, es ist irgendwo beliebig, weil du kannst ja auch dir ertauschen, indem du einfach Berge von Nahrung, die deine Provinzen produzieren, dagegen tauschst. Du kannst aber auch genauso gut hingehen und diese Strategie fahren, für die ich ja immer geworben habe. Bau keine einzige Provinz aus, dauert eh alles viel zu lang, es lohnt sich überhaupt nicht, du verlierst nur Ressourcen dadurch und erober einfach alles und bau nichts aus.
und reiß einfach nur die Gebäude ab, die dir Nachteile bringen. Und das ist eine wesentlich effizientere Methode. Das wird wesentlich stärker belohnt in, was ich hier, Warhammer ja auch eigentlich, ne? Also wer in Warhammer irgendwelche kurzfristig eroberten Siedlungen irgendwie mit Ressourcen vollstopft oder so, der geht irgendwann unter, weil er keine Ressourcen mehr hat. Ja. Also da hätte man das strategische Element der Ressourcen einfach dadurch halt stärken können, dass man clevere Arten der Interaktion schafft. Genau. Clevere Arten der Interaktion, genau. Und ich glaube, genau das wollte man aber nicht. Ja, aber warte, genau. Und das ist der Kern. Bitte, lass mich das kurz fragen. Warum will man das nicht? Also ich meine, was geht an Total War verloren, wenn man ein solches cleveres System einbaut? Also meine Kritik zielt darauf hin, dass mir das alles zu stumpfsinnig ist. Es ist stumpfsinnig aus meiner Sicht geplant und umgesetzt und sorgt dadurch in meinen Augen für die Krise. Nicht, dass es überhaupt da ist, sondern die Art der Umsetzung. Ja, das ist auch sicherlich nicht verkehrt. Ich würde, glaube ich, also meine Hypothese dazu wäre, man hat den Aufwand gescheut, das zu machen. Ja, wahrscheinlich. Und man hat gesagt, können wir das nicht irgendwie mit dem, was wir schon haben, halt machen. Und das ist die berechtigte Kritik, die ich ganz oft gelesen habe, auch unter meinem letzten Talk-Video dazu, Total War, und das haben wir ja selber auch schon im Vorfeld dieses Talks besprochen, Total War hat sich zu wenig verändert. Genau. Also die Veränderungen, also im Endeffekt ist Total War seit Rome 2 das gleiche geblieben. Genau. Es hat sich da nicht wirklich viel dran geändert. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Lösung, indem man den Kindern andere Namen gibt und dann nachher sagt, guck mal, was wir alles Tolles Neues gemacht haben. Und die Leute durchschauen das halt einfach auch. Also jeder, der das halt gespielt hat, der checkt das halt sofort, dass ihm da irgendwas vorgegaukelt wird. Hey, Moment mal. Also so toll ist dieses Ressourcensystem jetzt mal auch wieder nicht. Denn spätestens nachdem du, ich würde mal sagen, 30, 40 Stunden damit gespielt hast, also dann liebst du es oder du hast es entweder. Und ich würde mal sagen, es gibt tatsächlich Leute, die lieben das, die finden das richtig cool und das ist denen ja auch absolut gegönnt. Aber die Zahlen sprechen Bände, dass die Mehrzahl der Leute zum Beispiel dieses Ressourcensystem eigentlich hasst. Und wenn wir mal überlegen, was war das, wenn ich das mal mit einem anderen Spiel vergleichen darf, das ich auch sehr gerne gespielt habe, wo es auch ein solch differenziertes Ressourcensystem gab, das ist bei Heroes of Might and Magic. Und da hattest du ja auf so einer Karte immer die Möglichkeit, solche Minen in Besitz zu nehmen, die dir dann die Ressourcen produziert haben. Und dann konnte jemand hinkommen und konnte dir die klauen. Und so funktioniert Total War einfach nicht. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass jemand einfach mal hinkommt und klaut dir halt so die Mine, sondern nein, der kommt mit einer Fullstack-Armee, der belagert eine Siedlung, dann wird die Siedlung eingenommen, in diese Siedlung musst du alles mögliche Zeugs reinbauen. Du konntest nicht einfach so irgendwelche ressourcengenerierenden Gebäude auf einer Map erobern. Die Rohstoffe, die es in Total War gab, waren nie dazu da, dass man die irgendwie erobert, sondern das war immer in irgendwelchen Städten gebunkert, damit man es strategisch monoton macht. Erobere die Stadt, ja. eroberst du die Ressource. Du eroberst nicht die Silberminen in Südattika oder sowas. Du eroberst irgendwie nicht die Silberminen in der Hispania. Du eroberst nicht, weiß ich nicht, den Marmor in XYZ oder so, sondern du eroberst immer nur diese Städte. Und da hast du dann den ganzen Quatsch mit öffentlicher Ordnung, mit sanitären Anlagen, mit Statthaltern und so weiter und so fort. Es war nicht einfach möglich, dass man mal auf einer Kampagnenkarte ein Gebäude erschließt oder so, dass man da mal so eine, weiß ich nicht, so eine, dass man da mal so ein Ressourcengebäude halt hinbaut. Und dann ist eine Fraktion mit dir im Krieg und dann schnappt die dir einfach mal diese Ressource halt weg. Und dann denkst du dir so, ach Mist, jetzt kann ich mein Gebäude da nicht fertig bauen, jetzt muss ich mir das wieder zurückholen. Ne? Ganz genau. Und das ist eigentlich eine der ganz, ganz großen Probleme. Also diese Monotonheit, diese Verschachtelung, diese zu großen Kompartimente in Provinzen und Regionen und nicht, dass man, also
der Witz an der ganzen Sache ist, ich verstehe es ja überhaupt nicht, warum man davon weggegangen ist. Der Ansatz war ja bei Empire ja schon da. Bei Empire haben wir ja diese einzelnen Gebäude. Genau. Und ich war damals total begeistert davon. Ich frage mich heute, ob ich eigentlich der Einzige war, der total begeistert dort mit 5-Linien-Infanteristen irgendwie so eine strategische Position versucht hat, gegen eine gesamte scheiß Armee zu halten. Und selbst wenn ich da verloren hatte, ich habe mich so dermaßen gefreut über die Verluste, die ich da durch den Feind, durch cleveres Taktieren zufügen konnte und gesagt habe, okay, ich habe jetzt vielleicht jetzt gerade eben hier dieses College verloren, aber dafür kommt jetzt meine Armee, die es jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft hatte, an und räumt die jetzt hier schnell wieder weg. Und du hast es auch schon angesprochen, das, was auch eines der großen Probleme ist, dass wir ständig für den Verlust von solchen Sachen bestraft werden. Also sobald du ja irgendwie was einnimmst, wird ja das alles sofort um eine Stufe reduziert. Das heißt, du verlierst den Progress von, also selbst wenn du nicht plünderst, verlierst du den Progress von vielen, vielen Turns. Und das fühlt sich irgendwann einfach nur noch an, als ob du gegeißelt wirst. Und das alles, also all diese gesamten Systeme fühlen sich so an. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Leute unzufrieden sind, dass du dich in diesem Hamsterrad befindest und versuchst eigentlich so eine Art Sisyphus-Arbeit abzulegen. Und die erfolgreichen Spieler ignorieren dann bestimmte Spielmechaniken, so wie du das vorhin angesprochen hattest mit dem Nicht-Ausbauen der Siedlungen. Ich zum Beispiel habe ja mal vor ein paar Monaten ein Let's Play gemacht, in dem ich gesagt habe, so, ich nehme jetzt mal die Spielmechaniken von Total War ernst und benutze radikal bei den Skaven ihre Unterstadtmechaniken und habe mir sogar damals die Aufgabe gesetzt, ich darf keine feindliche Stadt erobern, ohne dass ich es geschafft habe, dass aus dieser Unterstadt diese Unterstadtarmee hochbricht. Und ich kann dir sagen, es war die Hölle. Also, das funktioniert ja nicht. Nee, es hat funktioniert. Ich habe es hinbekommen, aber weißt du, ich habe halt auch ein paar tausend Stunden in diesem Spiel. Ich habe nur vorgeführt, es geht, aber es hat keinen Spaß gemacht. Ja, klar, weil du halt alles total einseitig machen musst. Das ganz halt, genau. Das ist halt eben das Problem. Ne? Und ich verstehe einfach nicht, warum bei Creative Assembly keiner einsieht, dass das alles keinen Spaß macht auf Dauer, wie die das machen. Ja, also, ja, ich glaube schon, dass die das wissen, mittlerweile auf jeden Fall. Aber die, also ich mache jetzt nochmal hier zwei Thesen. Die eine These ist, dass das bei Empire halt noch funktioniert hat, weil man da eben noch nicht limitiert war in der Anzahl seiner Armeen. Ne? Wie du gesagt hast, du konntest 5-Linien-Regimenter irgendwie losschicken, um so eine Ressource irgendwie wieder frei zu boxen. Auch da hat man es ja schon so ein bisschen als Harassment für den Spieler eingebaut, dass halt ständig irgendwelche Gebäude von dir sabotiert worden sind. Okay, gut, konnte man sich zumindest gegen wehren. Oder man musste irgendwann entscheiden können, was verteidige ich jetzt und was nicht. Problematisch noch so, also ich fand es schon besser als in den moderneren Teilen. Ich fand es aber insofern noch ganz gut, oder sagen wir so, das Problem war, auch da waren die Gebäude immer in den Provinzen fest integriert. Ne? Es gab also nicht die Möglichkeit, mit Gebäuden wie jetzt Plantagen zu interagieren, außer du hast sie geplündert oder sie waren halt in deiner Provinz drin und deswegen hast du sie ausgebaut oder wieder repariert und so. Mhm. Und das andere ist, glaube ich, man müsste sich halt von gewissen Dingen verabschieden, die das Spiel für CA halt besser handelbar machen. Wie zum Beispiel eben die Anzahl, dass es nur eine fixe Nummer an Armeen gibt, die ein Spieler haben darf. Ja. Und ja, also ich meine nach wie vor, das war eine der häufigsten Fragen übrigens, die ich bei meinen Rome 2 Tutorials damals bekommen habe. Hey Günner, ich würde gerne mal eine Armee losschicken, warum geht das nicht? Ja, weil du brauchst einen Kommandanten, ansonsten kannst du keine Truppen losschicken. Alles muss immer in irgendeiner Armee sein. Du kannst nicht einfach so sagen, hey, die zwei Hastar, die laufen jetzt da lang und die zwei Hastar, die laufen da lang. Das geht nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum das nicht geht. Man bräuchte mal eine neue KI dafür. Ne? Nein. Nicht nur. Es geht nicht nur um die KI. Es geht, und das weiß ich bei Warhammer 3 und seit Warhammer 2, also ich lese zwischen den Zeilen und habe ein paar Informationen aus all den Jahren, die ich das jetzt hier schon mache, auch aus Total War Arena,
Dinge, wo ich damals mit Entwicklern reden konnte, was die Entwicklungssituation angeht und wie sie auf meine Fragen und auf Fragen von anderen reagiert haben. Die Engine macht es einfach nicht mit. Wir hatten ja gerade eben diesen Bug, falls du dich erinnerst, dass es immer bei den Dunkelelfen dermaßen geruckelt hat in der Zwischenrunde, wenn die dran waren als KI, ja, weil die zu viele Archen gebaut haben. Ah, das Spiel erträgt einfach nicht eine unbestimmte Menge an Entitäten, die über die Landkarte laufen. Deswegen hat man das damals reduziert. Ah, damit man dann diese, sorry, zynische Bemerkung, damit man dann diese sinnlosen Agenten einführen kann, die zusätzliche Performance wegnehmen. Ja. Und, ne, also weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Also das ist halt, da kam dann interessanterweise, kam Medieval 2 damit noch besser klar, ne? Da gab es auch die Attentäter, die Spione und die Diplomaten und die Prinzessinnen und so, ne? Aber da konntest du noch eine gewisse Anzahl an Armeen einfach so rumlaufen lassen. Ganz genau. Ja, aber du hast natürlich recht und die Karten werden halt auch immer größer. Ne? Genau, und die sind auch schon jetzt mehr an der Grenze von allem. Mhm. Also ich glaube, naja, weißt du noch, damals bei Warhammer 2 hat es noch geheißen, dass sie das niemals hinbekommen werden, weil die Leute das ja gefordert hatten. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, dass sie gesagt haben, oh, bitte Leute, versteift euch nicht darauf, oh, die Engine ist jetzt schon an ihrer Grenze und bla. Und ich glaube, sie haben es jetzt für Warhammer 3 irgendwie hinbekommen. Ich glaube aber auch, dass sie es irgendwie getrickst haben. Ich meine, wir stellen ja zum Beispiel fest, dass an manchen Orten ist der Weg von Siedlung zu Siedlung schon überraschend gering. Also, du kannst ja teilweise wirklich einfach von einer Siedlung zur nächsten laufen. Und Feldschlachten finden deswegen ja kaum mehr statt. Ja, ja, genau. Das ist ja der größte, das ist doch das größte Problem. Es dreht sich alles nur noch um diese Hauptsiedlungen oder Siedlungen generell. Da stehen die Armeen drin, da campen die drin, da musst du die raushungern. Ja. Ich meine, man hat Tricks dafür, aber es ist halt trotzdem so, dass dadurch das Spiel halt ab einer gewissen Situation ziemlich, ziemlich einspurig wird. Ziemlich eingleisig. Und das ist ja überall so. Also ich meine, der klassische Trick, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine feindliche Armee in einer solchen Siedlung sitzt, ja, dann gehe ich halt hin mit zwei Armeen. Oder aber ich stelle eine kleine dumme Armee hin, die für sie total einfach aussieht und stelle mich dann in einen Hinterhalt und versuche sie dann dahin zu locken. Und dann besiege ich sie halt in diesem Hinterhalt, weil die KI denkt, hey, das snacke ich mir mal kurz. Das Problem ist dann aber halt, dass ich mich A, aufgrund der Intransparenz der Hinterhaltsmechanik nicht auf diesen Hinterhalt verlassen kann. Und B, der eigentliche Hinterhalt ja total langweilig zu spielen ist. Sowohl als Angegriffener als auch als Angreifer. Ja. Also, aber ich stelle gerade fest, wir sind jetzt bei 48 Minuten. Sollen wir hier mal kurzes Päuschen machen und einfach einen zweiten Teil auflegen, indem wir noch ein bisschen über diese Kampagnenmechaniken und so sprechen? Das ist ganz gut. Also halten wir noch mal ganz, ganz kurz fest, worüber haben wir gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass Total War im Grunde, und da stimme ich dir voll und ganz zu sehr veraltet ist von seiner gesamtgrundlegenden Struktur, dass aus unserer Sicht Creative Assembly es einfach schon viel zu lange vermieden und gescheut hat, diese Änderungen vorzunehmen, dass sie teilweise Spielmechaniken eingeführt haben, die zwar von den Spielern gefordert wurden, aber manchmal gefühlt absichtlich Scheiße eingeführt haben und sich dann trotzdem gewundert haben, dass die Leute sich dann beschweren. Das ist momentan so der Stand der Dinge und jetzt befinden wir uns in der Situation, wo wir eigentlich anfangen, so ein bisschen mehr zu diversifizieren. Wir werden also beim nächsten Mal es versuchen, quasi an dieser Stelle nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Gesamtübersicht nochmal zu machen und wieder beim Thema zu bleiben und vielleicht jetzt nicht so wie am Ende hin und her zu springen. Aber ihr seht, da ist einfach vieles miteinander verbunden und sehr, sehr vieles ähnlich mit Problemen behaftet. Ich bin gespannt, auf was wir noch kommen. Und ich bin vor allem auch gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Pax Vobiscum und Valete.